Rennsport. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache mir damit wahrscheinlich auch jetzt nicht viele Freunde, aber ich würde euch ein bisschen was zu Rennsport erzählen. Ich hatte glücklicherweise dank Darkhemd, Kussi geht raus an dich, nochmal einen Beta-Key bekommen, um mir das zu installieren und das auszuprobieren. Ich habe es eingerichtet, es funktionierte sehr gut, die Einstellungsmöglichkeiten sind grundsolide, die dort vorhanden sind. Leider gibt es noch keinen Triple-Screen-Support, was ich ein bisschen komisch finde, da es ja eine, sag ich mal, SIM ist und das ja grundsätzlich in den meisten Fällen so ist, dass sehr, sehr viele Leute in Triple-Screen fahren, das hat mich ein bisschen verwirrt. Simple Runtime Window konnte man benutzen, um das Ganze auf drei Bildschirmen zu strecken. Aber da gab es das Problem, dass das Auto so ein bisschen verzogen war. Und das hat mir jetzt an der Stelle nicht wirklich zugesagt. Und man konnte dann auch irgendwie das Hub nicht wieder in die Mitte schieben. Das war dann überall verteilt. Also habe ich das gelassen und bin damit erstmal auf einem Bildschirm gefahren. Was kann man jetzt zu Rennsport sagen? Also für mich, damit ihr meinen Hintergrund mal versteht, ich habe Rennsport gesehen. Es sah wirklich sehr schön aus und hatte einen grundsoliden Eindruck gemacht. Und dann kam ein großes ESL-Turnier um die Ecke. Und ich dachte mir so, boah, was? So viel Preisgeld? Mann, das muss ja ein richtiger Banger sein. Und so hat sich bei mir irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, eine kleine Erwartung breit gemacht, dass ich mir gedacht habe, Mensch, wenn die schon ein ESL-Turnier veranstalten und das so ein riesen Banger ist und da so viel Preisgelder drin sind, das muss ja der übelste Apparat sein. Gut, habe ich das dann wie gesagt alles eingerichtet. Und bin erstmal offline, also auch ohne Stream, ein bisschen gefahren und habe dann festgestellt, dass das Force Feedback etwas komisch war. Mit meinen normalen ACC-Einstellungen war sehr wenig Force Feedback drin. Dann habe ich nochmal meine Automobilista-Einstellung ausprobiert. Da war dann wieder ein bisschen mehr Force Feedback drin. Aber komischerweise gab es dann bei mir das Problem, dass in meiner Wheelbase irgendwie so gefühlt, wie soll ich das sagen, man hat so ein, es war ein Kugellager. Nur, dass die Kugeln irgendwie so ganz nicht geschmiert waren, sondern die haben immer so, als wenn ein Kugellager über einen Zahnrad geht. Und das fühlte sich total komisch an. Dann habe ich das erstmal so laufen lassen und habe das Force Feedback dann ein bisschen runtergedreht und noch ein bisschen hier eingestellt und da eingestellt, bis mir irgendwann im Stream jemand sagte, du Dizzy, dreh doch vielleicht mal den Filter hoch. Da habe ich den Filter hochgedreht und dann ging es auch langsam weg, aber dann war das einfach nur so ein, ja, man fährt links, rechts und hat ein bisschen Druck auf dem Lenkrad drauf, aber nicht wirklich irgendwie, man hat nicht was gefühlt. Also das Körper, irgendwie die Vibration vom Körper nicht da, man konnte die Straße sehr wenig spüren. Das kann natürlich sein, dass das an meinen Simocube-Einstellungen liegt. Ich habe kurz mal, also wirklich nur kurz mal gegoogelt nach Rennsport Simocube 2 Pro Einstellung, habe nicht wirklich was gefunden. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof, weil ich denke mir immer so, wenn das nicht in den ersten zwei Dingern drin ist, wer weiß. Es war bei mir jetzt leider da dann nicht drin, das müsste ich dann später nochmal ausprobieren, ob sich da nochmal was genaueres findet, aber das war sehr, sehr eigenartig. Und dann bin ich gefahren und gefühlt klingen alle Autos in meinen persönlichen Empfinden sehr komisch. Sie haben so einen hochfrequenten Pfeifton drin und ich bin bei sowas super allergisch. Also einige Menschen aus dem Stream sagten, das ist ein Platzhalter, irgendwie ist eine Beta und mag wahrscheinlich alles sein, dass dem so ist. Für mich war das in dem Moment, und das ist aber auch nur persönliches Empfinden, sehr unangenehm, das zu hören beim Fahren. Ich habe das dann auch über die Zeit ein bisschen leiser gemacht. Habe dann meine Kameraeinstellung getätigt, habe mich sehr gewundert, warum ich das Lenkrad nicht ausstellen kann. Also dieses virtuelle Lenkrad war da mit dabei und bei mir war das Problem auch irgendwie, dass wenn ich das Lenkrad hochgemacht habe, also wenn mein reales Lenkrad hier war, war das in Rennsport da. Also das war nicht synchronisiert und ich hatte aber die Einstellung dafür getätigt, dass es 900-900 war, aber das hat dann scheinbar an der Stelle nicht gepasst. Mag sein, dass das irgendwie ein Bug ist in der Beta oder dass das irgendwie noch nicht vernünftig implementiert ist. I don't know. Und bin dann mal rausgefahren und war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Weil, wie ich am Anfang schon euch erzählt habe, um das in Relation zu setzen, Riesenturnier, unfassbar viel Preisgeld, totaler Banger. Aber irgendwie ist das doch gar nicht so ein Banger. Es ist einfach wirklich nur eine Beta. Und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, zu sagen, das wird der Killer von allem. Weil das, was man jetzt aktuell fahren kann, ist nett und das war es aber auch. Und das wirklich mal völlig neutral.
es muss einfach super viel gemacht werden. Bei Porsche beispielsweise, um euch das mal in Perspektive zu setzen, ich jetzt als ACC und manchmal auch iRacing-Fahrer, bremst du dich ja in Kurven rein und lässt dann irgendwann die Bremse los. Und beim Porsche war es irgendwann so, im zweiten Gang hat er auf einmal, weiß ich nicht, wollte er nicht mehr rollen und hat auf einmal so nachgezogen. Und das fühlte sich wirklich sehr eigenartig an. Und das Ganze hatte ich irgendwie beim Audi auch nochmal. Und beispielsweise, wenn ich in engen Kurven unterwegs war und rumgefahren bin, hatte ich ab einem gewissen Punkt einfach nur noch Leere im Lenkrad. Also die Lenkbewegung kam bis zu, da ist dann nichts mehr. Mein Chat hat mir dann empfohlen, ich soll bitte mal das Force Feedback invertieren. Das Force Feedback invertieren. Das habe ich dann getan. Dann hat meine Wheelbase ganz wilde Sachen gemacht. Da musste ich dann auch den Not aus drücken, damit die halt nicht mehr solche Faxen macht. Und ich konnte das dann auch leider irgendwie nicht fixen. Das war auch sehr komisch. Also gerade in Spa, wenn man runterfährt zu der Rouge-Kurve, da fährt man ja oben diese sehr enge rechts und da war dann irgendwann einfach nichts zu spüren im Lenkrad. Da war einfach tote Hose. Und auch die Curbs waren keine Vibrationen drin, man konnte die Straße irgendwie nicht so richtig fühlen. Also es ist, denke ich, auch einfach noch nicht so wirklich ausgereift. Und auch vom Fahren her fühlt sich es auch nicht so an, als wenn es schon ausgereift ist. Und das ist einfach nur der Zustand, in dem sich Rennsport aktuell befindet. Ohne irgendwas Schlechtes darüber zu sagen oder zu sagen, das ist absoluter Rotz, weil es ist einfach Work in Progress. Gefühlt spielt auch keiner. Also ich habe versucht, um 16.30 Uhr nachmittags, könnte man jetzt sagen, europäischer Raum, meisten Leute sind arbeiten. Aber ich denke, seitdem die Beta raus ist, sollte ja gewisser Hype da sein, dass Leute wohl auch um die Uhrzeit fahren. Aber da war leider nur ein einziges Rennen, das sollte um 16 Uhr stattfinden. Da waren drei Leute drin und ich konnte mich dafür auch irgendwie nicht anmelden. Das heißt, ich konnte den Multiplayer in dem Moment noch nicht wirklich testen. Und es war für mich ein bisschen enttäuschend, das zu sehen. Mir hat dann im Laufe des Streams am Abend noch jemand mitgeteilt, dass jetzt gerade aktuell 70 Leute fahren und man das hätte noch machen können. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war so ein bisschen ernüchtert davon zu sehen, in welchem Stadium das jetzt ist. Aufgrund der Tatsache nochmals, dass da solche riesigen Events geschmissen werden, wo richtig viel Patte um die Ecke geht, wo man sich so denkt, puh, das muss wirklich ein Banger sein. Man kann am Auto nichts einstellen, das wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit dann natürlich noch dazukommen. Das heißt, wir fahren alle irgendwie dieselben Setups, was völlig fein ist, ne? Daher ist ein Work in Progress. Aber Rennsport braucht wirklich eine Menge Arbeit. Also ohne, und das jetzt wirklich mal ganz plain and simple, ohne auf den Zettel zu gucken, was da alles rein soll und was alles kommen soll und so wie es ist, sehe ich nicht, dass das in irgendeiner Form ein Killer für irgendwas wird. Weil da muss noch sehr viel Arbeit reingesteckt werden. An der Stelle nochmals vielen, vielen lieben Dank an dich, Darkham, dass ich die Möglichkeit hatte, über dich den Key zu beziehen und das zu testen. Mir mal ein eigenes Bild zu machen. Ich werde in den kommenden Versionen, wenn es wieder gepatcht wird oder Neuigkeiten dazu gibt, werde ich dort wieder reinschauen und das mal fahren und auch wieder testen und gucken, wie der Zustand ist. Hast du schon die Möglichkeit gehabt, dir das anzusehen oder wie ist dein Eindruck davon? Lass mich das doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, was du von Rennsport hältst. Ob ich vielleicht zu kritisch bin oder zu hart gegenüber dem Ganzen oder ob du das vielleicht ähnlich siehst. Ich wünsche dir sehr viel Spaß im nächsten Video oder was auch immer du heute noch treibst. Aber bevor du gehst, drückst du noch den Abo-Knopf, lässt einen Daumen da, machst die Glocke an und teilst das Video mit deinem Hund, deiner Katze, mit dem Wellensittich, mit deiner Oma oder mit deiner Tante oder mit wem auch immer. Weil ich würde mich sehr freuen, wenn das Ganze hier ein bisschen wächst. Also, lass dir gut gehen. Bis den Sensen. Tschüssi.